So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei, nein, nicht zurück, aber bei Sparks Challenge. Ich sage immer zurück, so aus Gewohnheit, weil ich immer so längere Projekte habe. Aber egal, wir sind bei Sparks Challenge und zwar ist das ganz leicht erklärt. Wir erstellen gerade mal eine Welt. Weitere Weltoptionen, wir haben eigentlich gar nichts an. Wir machen einfach nur eine ganz normale Welt. Und Landschaft wird generiert. Kurz erklärt, wir haben 30 Aufgaben, die Spark auch spielt. Oh, guck mal, hier sind wir schön gespawnt. Bauen wir direkt mal Holz ab. Die Spark auch spielt, er nimmt das auf. Ich und die Zuschauer können das auch aufnehmen. Und ich habe das Prinzip noch nicht ganz verstanden. Das war auch ein bisschen unübersichtlich, muss ich jetzt sagen. Und es war eigentlich auch nur mit YouTubern geplant, aber okay, wir sind jetzt, also ich bin jetzt auch YouTuber. Also eigentlich ist es, naja, also mit die Differenzierung zwischen Zuschauern und YouTubern ist immer recht schwierig, wie man so findet, ne? Jedenfalls hat man 30 Aufgaben, die man bewältigen muss. Und ich weiß jetzt nicht, ob das nach Schnelligkeit geht. Es geht einfach nur nach Aufgaben, die man bewältigen muss. Und ja, da werden wir jetzt versuchen, mal so viele wie möglich zu schaffen. Die ersten drei Aufgaben sind, ein Bett zu bauen, einen Unterschlupf zu bauen. Ich kann das hier mal gerade, ich habe hier die Textdatei noch offen. Moment, baue ein Bett, baue einen Unterschlupf, ein Haus mit Platz für Öfen, zwei Kisten und Bett, das muss wahrscheinlich dann noch drinstehen. Züchte alle neutralen Tiere mindestens einmal, Pferde, Kühe, Schweine, Hühner und Schafe. Da weiß ich gar nicht, wie das geht, das müssen wir nochmal. Ah, hier haben wir ein Hühnchen. Hühnchen! Egal. Nee, doch nicht egal. Nee, egal. Ich muss mal hier gerade eine Werkbank bauen. Eine Werkbank. Und dann mal ein Schwert vielleicht, falls wir Schafe finden sollten, weil Schwert, Schaf gibt Wolle, ne? Wisst ihr Bescheid. Werkbank lasse ich gerade mal hier stehen. Brauche ich jetzt nicht. Hier geht's ab in die Wüste, da wollen wir eigentlich nicht hin. Hier ist eine Kuh, hier sollten wir vielleicht bleiben. Man riecht aber auch natürlich Fleisch. Fleisch, wie auch genannt. Sollten wir vielleicht auch, oh guck mal, da sind Schafe direkt. Ach, das ist ja da, bla, bla, da, was ja, da, was ja verrückt hier, was ja verrückt. Ne, warte mal, hier sind Schafe. Gut, die killen wir gerade mal. So, ein Wolle. Eine Wolle haben wir. Noch eine Wolle haben wir. Und hier ist noch ein Schaf. Und dann haben wir noch eine Wolle. Hier müssen wir gerade mal ein bisschen was wegschlagen. So. Machen wir Unterschlupf. Und dies, das. Gehen wir am besten zum Spawn. Weil wenn wir sterben sollten, was eigentlich, naja, also jetzt nicht vorkommen sollte unbedingt. Aber falls das vorkommen sollte, gehen wir einfach mal hier zurück zum Spawn. Ich wollte mir gerade auch nur mal Dinger holen. Hier, die ist das, ne? Weißt du Bescheid? Nein, ach, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich bin völlig aus dem Konzept, weil ich habe das Video eben gesehen und jetzt wollte ich direkt aufnehmen, weil ich will mit einer der ersten sein, ja. Und wir bauen uns hier gerade mal den Berg rein, glaube ich. Noch einen weiter runter. Wollte ich einer mit der ersten sein. Wir bauen uns ein Bett, bauen uns eine. Ich glaube, eine Erdhütte durfte es. Durfte es eine Erdhütte sein? Ich bin mir gerade unsicher. Wir machen uns gerade mal eine Erdhütte, aber nicht unterirdisch, sondern also schon jetzt überirdisch, aber schon aus Erde. So, wisst ihr, ne? Weißt du. Können wir ja dann hier auch eine Cobblestone-Mine reinmachen oder so, falls, was weiß ich. Wir müssen uns eigentlich ein bisschen beeilen, aber so Grundfunktionen muss man ja bereithalten, ne? So, haben wir hier gerade Erde. Können wir uns das Bett können wir uns direkt mal kraften, so. So, bitteschön, ein Bett. Ein Bett. Die Hütte müsste natürlich hier oben stehen, ne? Also mit Platz für. Naja, gut. Es wird jetzt nicht schön, aber zweckmäßig. So, warte mal. Hier müssen noch zwei Öfen rein. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen so wegmachen. Und im Endeffekt können dann hier die zwei Kisten hin und dann machen wir hier zu. Beste Haus der Welt. Schönste Haus der Welt. Könnte einen Schönheitspreis gewinnen. So, warte mal, wir machen gerade mal die zwei Kisten. Ich denke mal, eine Doppelkiste dürfte doch auch funktionieren, oder? Also so theoretisch. So, zwei Kisten. Machen wir jetzt einfach mal gerade eine Doppelkiste. So, zack, zack. Cobblestone brauchen wir auch noch für den Ofen. Und dann hätten wir auch schon mal. Ach Quatsch, das war jetzt Fail. Zwei Challenges. Fertig. Die wir dann auch abhaken können. Und da wird es jetzt 4 Folgen pro Woche geben, soweit ich weiß. Ist eigentlich ein ganz schönes Pensum, aber schaffen wir. Easy. So, hier. Cobblestone.
8 Stück brauchen wir für den Ofen. Ich muss mal nebenbei zum einen auf den Timer achten. Es darf nicht länger als 15 Minuten sein. Das kann ich ja hier bei Open Broadcaster easy sehen. Wir haben erst 5 Minuten, also da ist noch was drin. Da schaffen wir mindestens noch das Haus. Aber das ist natürlich auch eine Herausforderung, ne? Also, wenn man dann auch noch so schnell sein muss. Ich kann hier gerade mal nochmal in die Textdatei gucken. Wir haben ein Bett gebaut, das ist abgehakt. Wir bauen einen Unterschlupf, ein Haus mit Platz für 2 Öfen, Kisten und Bett. Da brauchen wir natürlich Holz für. Und da mache ich mir gerade mal eine Steinaxt, weil das dann schneller geht. So. Unten sollten wir vielleicht ausleuchten, weil sonst kommen hier echt Zombies, dies, das. Und das ist dann auch nicht cool. Ich sag irgendwie dies, das in der letzten Zeit übelst oft. Keine Ahnung warum. Das nervt mich selber so ein bisschen. Dies, das. Weißt du, dies, das. Kennst du dies, das, ne? Boah, nervt echt. 3-mal voll geklopft. Juhu. Achievements werden jetzt im Chat angezeigt. Ich habe mir überlegt, dass ich auch mal so Snapshot-Reviews mache. Das wäre eigentlich ganz cool. Müsste ich mal ein bisschen gucken, dass ich das so irgendwann nochmal mit zwischenschiebe. In der letzten Zeit waren ja ziemlich viele Snapshots für Minecraft. Jetzt ist ja die 1.7 endgültig draußen. Und naja, das war jetzt ein arger Wechsel der Musik. Oh Gott, oh Gott. So, ich mache hier mal die Bäume weg. Zum einen stören sie hier auch ein bisschen. Finde ich jetzt auch nicht so geil, dass die hier stehen. Aber egal. Holz braucht man immer. Ist ja so in Minecraft. Holz braucht man. So. Thumbnail muss ich dann mal gucken. Siehst du, Thumbnail muss ich noch machen. Oder muss ich denn hier mal irgendwie unsere schicke Erdhütte fotografieren oder so? Fotografieren vor allen Dingen, Alter. Ein Screenshot von unserer schicken Erdhütte machen. So. Aber vorerst hier mal gerade so. Vielleicht ist es doch keine Erdhütte gleich mehr. Vielleicht haben wir doch gleich eine vollwertige Holzhütte. Wir haben ordentlich Holz vor der Hütte. Könnten eigentlich so einen Holzblock vor die Hütte stellen und dann vor die Hütte stehen. Und dann haben wir Holz vor der Hütte. Ach ja. Ich bin auch nicht so im Witzereißen so, ne? Bin ich auch nicht so. Ja, es ist wie es ist. So. Egal. Wir machen weiter. Ja, machen wir die Hütte schön. Wir machen die Hütte im Endeffekt auch noch schön. Also, wenn wir dazu Zeit finden, machen wir die Hütte auch noch schön. Wenn wir auf irgendwas warten müssen oder so, dann tauschen wir das schnell mal aus. So ein bisschen. Aber jetzt, wie gesagt, wir haben Zeitdruck. 34, reicht das denn? Das reicht sogar. Wahnsinn. Okay, pass auf. Wir machen die gerade einfach mal nur so. Es soll, wie gesagt, ja eigentlich auch nur so eine kleine Hütte sein hier. Wo wir gerade mal hier noch den Boden austauschen. Wenigstens. So, dann hätten wir die Hütte auch fertig, siehst du? Und wie gesagt, ich will eigentlich eine Challenge mehr schaffen. Er hat 2 Challenges jetzt geschafft. Und ich möchte eigentlich 3 mindestens schaffen. Oh, das war ein bisschen zu viel hier. Ach, verdammt. Aber so kann man das auch machen, das ist ja cool. So, Holztür. Holztür. Werkbank. Muss auch mit rein. Zack, dann haben wir hier ein Bett. Gut. Was sagt der Timer? 8 Minuten. Och, da waren wir ja übelst schnell. Was ist da los? Züchte alle neutralen Tiere, zähme je einen Hund und eine Katze. Oh, das wird schwierig. Finde Diamanten, craft einen goldenen Apfel. Züchte alle neutralen Tiere mindestens einmal. Das heißt, da müssen wir Seeds holen. Brauchen wir wieder hier Sticks. Seeds haben wir ja schon. Ich meine, ja, müssen wir ein Feld anlegen, ne? Also müssen wir hier mal ein bisschen begradigen. Gibt ja auch neue Blumen jetzt hier. Ganz, ganz schnieke, du. Ganz schnieke sind die. Fancy, würde ich sagen. Fancy. So, pass mal auf hier. Der Baum muss noch weg. Pass mal auf hier. So. Ich mache mich immer mit meinem schlechten Ostdeutsch über Ostdeutsche lustig. Das ist eigentlich gar nicht cool, weil ich eigentlich auch aus dem Osten von Deutschland ursprünglich bin. Jetzt nicht mehr, aber jetzt bin ich ja eigentlich Hesse. Aber naja. Alles eigentlich weniger wichtig. Wir müssen uns ein bisschen beeilen hier. Wir müssen Eisen erstmal suchen. Wir müssen erstmal eine Mine, weil, ja. Huch, ist da denn runtergefallen? Weil wir hier nicht hochkommen. Doch, jetzt kommen wir hoch. So. Die Hütte ist super schön, finde ich. Die ist wirklich 1A, Spitzenklasse. So, warte. 1, 2, 3, 4. Na, 5. Egal. Wir haben keinen Stein mehr, ne? Wir nehmen. Ich mache mir nur eine Werkbank hier, komm. Nehmen wir mit. So. Und dann gehen wir hier mal. Ja, suchen wir uns eine Höhle oder graben wir uns hier so ein bisschen runter? Ich glaube, wir graben uns einfach runter.
Das geht jetzt einfacher. Na gut, dann graben wir uns runter. Geht natürlich mit einer Holzspitzhacke jetzt nicht so gut. Ich muss mir eine Steinspitzhacke Spitzhacke machen. Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. So. Technischer Fortschritt. Ich habe ja Minecraft auf Deutsch. Auf Deutsch habe ich es jetzt gestellt. Ist vielleicht auch nicht so gut, weil Minecraft auf Deutsch ist irgendwie so, Nee, ist nicht so. Könnt ihr ja wieder zurückstellen, aber das laggt irgendwie, wenn ich es ein bisschen zurückstelle. Keine Ahnung, warum es laggt, aber es laggt. Ich weiß, dass es laggt. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Ich glaube, so kommen wir wirklich nicht weiter. Eine Höhle ist für Rohstoffe sammeln doch geeigneter. Da muss ich mir aber irgendwie ja das ein bisschen markieren hier, ne? So ein bisschen herausragend. Oh, und es wird Nacht. Oh, nö. Oh, nö. In der Nacht dürfen wir weiter aufnehmen, oder? Das ist alles so, random. Wow, ein Getreidefett können wir dann noch machen. Ja. Ich hab keine Ahnung. 15 Minuten nehme ich jetzt einfach mal an. Dürfen wir aufnehmen, egal ob Tag oder Nacht. Aber 15 Minuten sind ja mehr als ein Tag, beziehungsweise eine Nacht. Dafür ruft mich jemand an. Ich hab. Oh, da muss ich da gleich mal die Aufnahme beenden. Scheiße, 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 scheiße. Oh, nee, ruft er jetzt genau richtig an, nee. Oh, kacke. Das klingelt bestimmt gleich das andere Telefon. Ich weiß nicht, wo es ist. Ach, liegt. Ist. Was ist das da drüben? Oh, ein Villagerdorf. Hin da. Ist das auch eine Aufgabe, das zu finden? Ja, ich habe eine SMS gekriegt. Egal. Wieso geht die Musik nicht? Hallo? 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 Okay. Funktioniert nicht. Okay, die Musik ist tot. Egal. Das war meine Mom übrigens eben. Weil die fliegt jetzt gleich und ist in Frankfurt und wollte mich eigentlich nochmal anrufen. Naja, gleich mal weggedrückt. So, ist hier oben was? Nee. Gibt's hier was? Tot. Tür tot. So, nein, hier gibt's nichts. Ja. Ich wollte ja dran gehen, aber nein. Warte mal ganz kurz. Ich sage hier. Hallo? Ich bin gerade noch am Aufnehmen. Kannst du in 10 Minuten nochmal anrufen? Ach so. Okay, wir hören uns nachher dann nochmal. Wir kriegen das schon hin. Ja. Okay. Bis später. Tschüss. Das war ja geil, okay. Gleich mal ein paar Sekunden verplempert. Naja. Aber man arbeitet sich so durch, ne? Mit meiner Mutter während des Aufnahmens telefoniert. Check. Ihr müsst doch irgendeine beschissene Kiste haben, ihr scheiß schönen Villager. So, warte mal. Ha. Hier gibt's ja Weizen. Kann ich das als Getreidefett nehmen? Ich glaube nicht, das wäre gecheatet. Aber egal, wir nehmen das hier gerade mal mit. Ah, warte mal. Da kriegen wir Weizen. Ja, wie geil ist das denn? Wir müssen zwar schon noch ein Weizenfeld anlegen, aber hier können wir die Karotten schon mal mitnehmen. Und damit können wir die Tiere züchten. Das ist ja. Das ist doch genial. Sorry, dass ich das hier jetzt gerade zerstöre, aber naja. Naja. Das Projekt wird sich ja auch jetzt nicht über. Und es wären schon 14 Minuten, wollt ihr mich eingefuckt? Okay. Haben wir denn noch ein Achievement abgehakt? Finde ein Höhlenportal, fange jeden Fisch. Ah, es gibt verschiedene Fische. Ich muss es hier gerade nochmal durchlesen. Aber ich werde es ja dann sehen. Okay. Kartoffeln haben wir nicht gefunden, aber Karotten haben wir gefunden. Und ich muss auch gleich die Folge beenden. Aber es war schon mal, war schon mal ein guter Einstieg in diese, ja, in dieses Projekt. Fand ich schon mal ganz cool. Geht's hier?
Ich weiß nicht, wo es zurückgeht. Ah, ich hab mich verlaufen. Hilfe! Ich glaube, hier geht's zurück, ja. Dürfte. Dann gehen wir schon noch schnell zurück zum Haus. Ich würde mal sagen. Ich hoffe, hier geht's zurück. Wie spät? 15 Sekunden. Oh Gott, ich bin schon ein bisschen drüber. Ich will nur noch zurück zum Haus. Ich mach nichts mehr. Ah! Ich sag jetzt schon mal auf Wiedersehen. Tschüss. Haut rein. Macht's gut. Und ciao. Bye bye. So.